geht's heute mit dem Rückspiel Juventus Turin. Ich bin in der Allianz Stadium und wollen natürlich hier irgendwie noch ins Finale uns mogeln. Also nur unentschieden reicht ja nicht, ne? Wir haben das Hinspiel zu Hause unentschieden gespielt und zu Hause und auswärts müssen wir dran. Unentschieden reicht nur alles ab 3:3 und dann ansonsten halt müssen wir eigentlich gewinnen. Ja. Mir ist es nicht. Also wir müssten da heute was gewinnen. So, gehen wir rein. Wenn das klappt oder das klappt nicht. So, Problem selbstbeheben. Ja, ich muss in der Innenverteidigung tauschen, weil mir mit Alexander Dragovic heute der Innenverteidiger weggebrochen ist. Das ist halt das Problem. Ich muss mal ein bisschen umbauen. Ja, ich setze die Rolle vorne rein. Das ist so okay. Ja. So. Achso, da war doch die Pressekonferenz. Die machen wir noch schnell. So, ich da jetzt irgendwie was verpasse. Macht immer einen guten Eindruck, wenn man dann zur Pressekonferenz erscheint. Grazie a tutti per essere intervenuti. Possiamo dare inizio alla conferenza stampa. So. Komm, die Mannschaft kommt weiter. Ja, so heißt es, wir müssen es auf jeden Fall nutzen. Wie gesagt, alles unentschieden über 3:3 oder ein Sieg wäre wichtig. Das ist 1000. Du könntest ja 1000 mit Juve vergleichen. Tut mir leid. Ich will halt irgendwo heute doch ins Finale. Grazie a tutti per essere intervenuti. So, gehen wir rein. Los geht's. Rückspiel im Allianz Stadium Turin gegen den FC Schalke. Gucken wir mal, ob die sich umgeändert haben. Ja, ein bisschen haben sie noch Romero drin, Perin ist drin. Ach, die haben tatsächlich ein paar Positionen umgeändert. Chiesa. Ja, ich denke mal, die sind sogar so ziemlich sicher, dass sie weiterkommen. Aber na gut, das ist nicht unser Problem jetzt. Wir wollen erstmal unsere Hausaufgaben lösen. Geht jetzt gleich los. Hier diese Trainingsvorbereitung, das muss ich nicht unbedingt machen. Und dann geht's los. Okay, auf geht's. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu im Waldstadion. Ja. Und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Spiel begleiten. Rückspiel in der UEFA Europa League. Jetzt fällt die Entscheidung. Jetzt geht's um alles oder nichts. Das dürfte richtig hochklassig werden. Das Hinspiel war ein absoluter Kracher. Okay, ein Unentschieden, aber eins der besseren Sorte. Tolles Duell. Für uns als Zuschauer ist es natürlich die perfekte Ausgangslage für eine klasse Partie. Das könnte kippen gehen. Kannst du die Aufstellung noch durchgehen? Das ist die Gäste, ist die Heimmannschaft.
Und jetzt geht's gleich hier rund. Buschi, wie siehst du sie heute, was die Strategie angeht? Ja, wir wissen natürlich, was ihre Spezialität ist, nämlich dieser enorme Druck, den sie auf den Gegner ausüben. Sobald der den Ball hat, gehen sie direkt drauf, geben ihm keine Zeit zum Luftholen. Und das wird auch heute die Taktik sein. Das ist es halt, ne? So, wir müssen... Oh, Mustafi, wenn der gelb sieht, ist er im Finale gesperrt. Das ist ein heilige Mannschaft, so passt das. Ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch. Ja, das Experiment Gandula hat im Hinspiel nämlich nicht geklappt. Guck mal, was der Rolle klappt. Und dann habe ich immer noch Krüger, der ja Mittelfeld 2-2 machte. So, Fakt ist, also, Ausgangslage, Unentschieden 2-2, jeder Sieg, klar, hilft uns. Und alle Unentschieden über 3-3 und höher. Also 3-3, 4-4, 5-5, gucken. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Gut, dass der schon abgeschlossen hat, sonst hätte er mir den Weg selber hier weggepfiffen. Schönes Ding. Also, was ein schönes Ding. Schön abgelaufen. Für mich ist der Portugiese neben Messi der beste Spieler der Welt. Jetzt muss man einfach so. Ha! Herim. Ja, der hat den. Hat den gerochen, diese Flanke. Mandragora. Koke. Schönes Ding. Terode. Und dann De Rosso. Und der mal ein paar Meter hat jetzt. Der leckt vorbeigeht. De Rosso, macht das selber. Nein. Der wäre der Fisch, der tut das Make raus. Gut, ich hab den Fest immer doch klar liegen sollen. Kein Tor. Ja, das kann dem Trainer nicht schmecken. Richter. Chance zur Flanke jetzt. Abstoß, Ball war draußen. Ja, kurz die falsche Entscheidung getroffen. Dachte mir, das passt schon irgendwie. Den kriege ich doch noch vorbei, aber leider doch nicht. Also, weiterhin 0 zu 0 und alles unentschieden ist halt Juve-like. Tut mir leid, alles heißt es momentan aus. Wir haben es geschafft gegen... Also egal, konzentriert, weiter geht's. Mandragora. Nun Ronaldo. Er hat den Ball, gutes Tackling. Ballverlust, ja. Und Renault, der den Schuss von der Nummer 15, Horta, entschärft. Ecke kommt. Weg damit, hat er. Kein Abseits, ja. Das ist jetzt kein Abseits, ich meine viel in der Nähe. Unsere Jungs. In grün. Hatte die Auswärtstrikots an. Jetzt haben wir ihn. Schönes Zuspiel hier. Richter. Viel Platz jetzt auf Außen. Der mit seinem Tor nochmal Druck gemacht hat. Und Tor! Sie 29. Minute und jetzt passt es ins Serie Tommy. Jetzt hat er es mal gemacht. Jetzt haben wir diesen Ball mal quergelegt. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Er freut sich über das Führungstor. Sie setzen sein taktisches Konzept im Moment richtig gut um. So, in Addition heißt der Spielstand nun also 3-2. So. Also 3-2. Klasse Vorstoß, da müssen wir auch. Jetzt haben wir jetzt mal eine Aufgabe gelöst. Jetzt haben wir das Führungstor gemacht. Aber dürfen natürlich jetzt nicht noch irgendwie eins kriegen. Jetzt müssen wir natürlich das 1-2, das 0-2 machen. Also ein zweites Tor, dann wäre wir zumindest. Jawoll! De Rosso, der mit Tempo jetzt.
ins Tempo-Dribbling geht. Schalke jetzt über außen. Heute kommt überhaupt nicht nach. Jetzt könnte er flanken. Gute Aktion. Da ist doch einer drin gewesen. Ich wollte noch reindrücken, weil der wäre auch durch gewesen. Früh wird er jetzt gestört. Ja, jetzt haben wir Einwurf für. Mandragora. Herin. Herin, ja. Keine Gefahr mehr. Gut gelöst. Der Ball kommt weg. Erstmal Chiesa. Den natürlich jeder kennen sollte. Italiener kam von der Florentina. Und dann haben wir hier einen Cristiano Ronaldo, der einfach genau das, was er kann. Und das Ding aus dem Stand einfach oben in den Knick setzt. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Vor allem kurz vor der Halbzeit. Natürlich überlegt, müssen wir was ändern? Vielleicht eine Umstellung? Spiel lief ja eigentlich gut, aber dieser Ausgleich verändert die Partie. Dieser Ausgleich verändert die Partie in der Richtung, dass wir definitiv das zweite Tor nachlegen müssen. Mann, ist das ärgerlich. Aber egal, alles gut. Es ändert sich jetzt nur in der Richtung, dass wir halt das zweite Tor machen müssen. Nein, doch, Ecke, noch. Ändert sich jetzt nicht. Dann dreht sich alles. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Macht er ihn. Und die nächste Ecke. Wieder Terodde. So, und dann ist eine Pause unentschieden. Wen siehst du hier vorne, Buschi? Ich kann mich da nicht festlegen, Wolf. Beide hatten bislang ihre Chancen. Es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Also, Pause in Rom auch. Hier steht's. Unentschieden. So, jetzt kann ich nämlich vorne mal einen reinwerfen noch. Jetzt werfe ich den Krüger nach vorne damit rein. Der hat nämlich, wie gesagt, in der letzten Partie noch ein Tor gemacht. Und damit geht es nun weiter. Und jetzt haben wir nochmal einen, haben wir den Takt. Jetzt haben wir nochmal eine etwas andere Taktik. Jetzt können wir nämlich nochmal ein bisschen was laufen. Wir müssen ja. Es können die letzten 45 Minuten in der Europa League sein. Und es steht nur unentschieden. Ja! Der kommt. Was denn für eine Scheiße. Fast das Tor, aber Mattia Perra bleibt Sieger. Ja, der Franzose bleibt da hinten drin. Definitiv momentan einfach nur mal sicher. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Federico Bernardeschi. Cristiano Ronaldo. Ronaldo, der sich durchsetzt. Und Renault verhindert ja das 2-1 für Turin. Die Chance, die Riesenchance. Aber was für ein Rezept. Super gehalten. Das zeichnet den Mann aus. Diese Ruhe, dieses Abwarten und natürlich diese Reflexe. Jetzt mal den Wegfaust von Krüger. Oder wegholen von Krüger. Schuss kommt nicht durch. Goretzka jetzt neu in der Mannschaft. Juve macht jetzt ein bisschen stärker. Federico Chiesa. Aber Bujelab, der das super löst. Und jetzt geht Goretzka hinein. Max Schalke, ehemaliger Junge von uns. Da kommt die Flanke. Darin. Er kann es machen. Und so das ist nicht wahr, Alter. Der kält doch alles, der Typ. Schon im Hinspiel der Szczęsny, der wirklich alles rausgefischt hat. Ballgewinn, gefährliche Position. Latza. Er lässt den Gegner stehen. Da ist die Flanke. Ist zum Kotzen gerade. Der nächste, den er raus. Sag mal, Tay war es, glaube ich, der den jetzt auf den Keeper gesetzt hat. Ist ja nicht so, dass wir nicht die Chancen hätten, auch im Hinspiel nicht die Chancen haben.
Weil wir kriegen es halt im Rückspiel, wir kriegen es halt nicht umgesetzt. Kommt Käser. Also geht raus, Käser raus. Ich habe jetzt gar Dybala. Ja, ist ja nicht so, dass. Der Torwart ist da. Come on jetzt, Mann. Letzten 20 Minuten ein Tor brauchen wir. Der Ball kommt rein. Vielversprechende Situation. Weg damit. Aber der Ball geht leider zum Gegner. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Ball ist wieder weg. Ja, Mann. Dybala. Wieder Cristiano Ronaldo. Er hat gut durchgesetzt. Gefährlich. Da haben sie das Tor. Und genau das ist es. Es ist zum Kotzen. Das ist die zweite Chance, die sie haben. Und er macht das Tor. Der spielt da komplett die Verteidigung geschwindelig. Und nochmal die Wiederholung dieses Tores. Der einmal, zweimal, drei Mann stehen lässt, wo das Ding macht. Cristiano Ronaldo. Dafür ist er da. Spiegel weiter 4-3. Komm an jetzt! Da muss Tafi auch noch gelb, der fährt jetzt auch noch im Finale. Komm mal jetzt. Aber wie gesagt, was für ein Finale, wenn wir jetzt nicht weiterkommen? Sead Kolasinac. Jetzt der Ballverlust. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Für die. Aber jetzt Einwurf. Einwurf Turin. Gucke jetzt. Diego Carlos. Das ist De Ligt. Ja, es kommt aber auch keiner momentan in Position. Ganz sicher machen sie das. Jetzt vielleicht mal. Und das gefällt natürlich nicht allen hier. Jetzt kann die Alleingabe kommen. Das ist nicht wahr. Bleib doch da weg, Mann. Ist vorbei. Lukas. Ball ist bei Arthur. Viel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Ist vorbei. Sehr flüssiger Spielaufbau. Gute Aktion. Bella Kotschab. Das war's. Ronaldo. Was macht er draus? Ich hab's mir selber verbaut. Ich hab's mir selber verbaut, weißt du? Aber es ist halt Ronaldo, ey. Der schießt auf dem Standard-Ding auf dem Stand oben einen Knick rein, weißt du? Und dann haut der mir, spielt er mir vier Verteidiger schwindelig hintereinander weg. Viel Platz jetzt auf außen. Erik Tommy! Sie machen das Tor. Damit wären sie in der Addition beider Spiele weiter. Und wenn ihr bedenkt, normalerweise hätte das Ding eigentlich tatsächlich sogar weitergehen können. Wenn ihr mich für die Chancen nutzt und einfach hier die Dinger machst. Hier, der haut das Ding, geht auch dahin, zack, aus dem Winkel, eine Drehung und haut das Ding um den Winkel. So, blicken wir nach diesem Tor auf die Auswärtstore, denn da haben sie jetzt die Nase vorn. Ach, Glückwunsch an Juve. Damit geht's wahrscheinlich. Ist einfach eine Haut. Mann, wir hatten, ja, Lazio, es ist ja auch egal, ob die jetzt weiter sind oder nicht. Ärgert mich gerade richtig. So, damit ist Juve weiter im Finale und es gibt ein Finale gegen Lazio, also rein italienisch das Finale. Aber, naja, ist halt so. So ist halt Fußball.
Ist egal, das ist eh vorbei. Gut, dann sind wir durch und wir gehen ins Finale in der nächsten, ins Saisonfinale in der nächsten Runde. Wir haben noch zwei Spiele, einmal Aue, denke ich mal, und dann Union. Ich weiß es gerade nicht, aber irgendwie so in die Richtung und dann heißt es für uns, die Saison abschließend das Ding durchholen. Naja, durchatmen, nächste Folge heißt dann Aue.